Hallo, ihr Lieben. Ich darf euch ankündigen, oder wir kündigen an, oder? Dass hier in diesem wunderschönen, Gut Eiderbichl hier ein Basskurs stattfinden wird. Und zwar, Basskurse sind etwas, das ich nicht so oft mache. Vielleicht einmal, höchstens zweimal im Jahr, oft ist nur einmal. Und ich habe mir gedacht, welche Location wollen wir für den nächsten Basskurs haben, der nämlich am 6. Jänner stattfinden wird. Und ich liebe es, hierher zu kommen. Wir haben diesen Ort, den Ort entdeckt, einfach mal zufällig. Und der tut so gut. Und dann war so die Wahl, ja, hier machen wir den Basskurs. Und zwar hier sind alle möglichen Tiere, die auch einfach so herumlaufen. Hier sind Ziegen und Esel und Schweinchen, die gerne massiert werden und alles Mögliche. Und das ist eine mega Location zum Krafttanken, zum wieder mal zu erlauben, zu empfangen. Und gerade darum geht es ja beim Basskurs, nämlich empfangen, empfangen zulassen. Weil wie oft versuchst du Dinge zu tun und zu Genau, er ruft schon zum Basskurs. Dankeschön. Wie oft stresst du Dinge und versuchst Dinge zu forcieren, anstatt einfach nur dir erlauben, beigetragen zu werden von Menschen, von Tieren, von der Erde, von Möglichkeiten, von allen möglichen Molekülen um dich herum, die dir beitragen möchten. Und wir freuen uns auf jeden Fall. Der Herr Hahn und ich und alle anderen Tierchen freuen uns riesig, diesen Tag gemeinsam zu verbringen und die Bars entweder neu zu lernen oder für dich zu wiederholen. Barskurse kann man nicht oft genug machen und sind etwas, die man, Bars kannst du wirklich einsetzen in allen möglichen Dingen, die du schon tust, ob du jetzt Coach bist oder danke, oder ob du mit Kindern arbeitest, mit Erwachsenen im Krankenhaus, in Schulen, in Businesses, ja, gibt es eine ganz neue Inspirationsvideoserie übrigens, wie man die Bars im Business verwenden kann und so weiter. Also das ist echt so das Tool der Zukunft. Wir freuen uns riesig und ganz übrigens für diesen Kurs gibt es ganz, ganz begrenzte Plätze. So, wenn du dabei sein willst, melde dich bald, weil wir haben wirklich nur wenige Plätze für diesen besonderen Ort und wir freuen uns. Und hier wird auch am 8. Jänner ein eintages pragmatischer Praktikerkurs stattfinden, ohne Voraussetzungen, wo du auch üben kannst und lernen kannst, wie du diese pragmatischen Tools einsetzen kannst für deine Arbeit mit Klienten, mit Kindern, mit Erwachsenen. Und Ende Jänner auch ein Foundation-Kurs hier. Also, wir freuen uns riesig. Ganz.